Hallo, ich bin Anton von der ÖH Med Wien. Wie ihr wisst, ist heute der Welt-AIDS-Tag und anlässlich dessen habe ich mich mit Herrn Dr. Bauer von der Dermatologie im AKH getroffen, um mit ihm über die medizinisch relevanten Aspekte von HIV und AIDS zu reden. Vielen Dank, dass Sie dafür Zeit genommen haben. Ja, hallo, sehr gerne. Zur ersten Frage erstmal, wie viele Betroffene haben wir eigentlich so in Österreich? Wir wissen von ca. 8000 Personen in Österreich, die mit HIV leben. Es gibt Schätzungen, dass wir wissen, dass einige Patienten in Österreich noch nicht diagnostiziert sind. Wir sind aber, was die UNAIDS-Ziele, die 90-90-90-Ziele zu erreichen, in Österreich gar nicht so schlecht unterwegs. Wenn ich diese Ziele vielleicht ganz kurz erklären kann, man hat hier postuliert und es gibt das Bestreben, bis ins Jahr 2020 die Zahl der Personen, die von ihrem Status Bescheid wissen, auf ein Niveau von 90% anzuheben. Gleichzeitig ist das zweite Ziel, dass wiederum 90% der HIV-positiven Personen auch unter Therapie sind. Und das dritte Ziel wäre, dass wiederum 90% dieser Personen auch eine nicht mehr detektierbare Viruslast haben, das heißt erfolgreich in Behandlung stehen. In Österreich sind wir diesen Zielen schon ganz gut nahe gekommen. Wir haben das erste Ziel, nämlich dass wir mehr als 90% der Patienten diagnostiziert haben, schon ganz gut erreicht. Mit dazu beigetragen hat auch, dass jetzt endlich seit dem vergangenen Jahr in den Apotheken ein Schnelltest verfügbar ist, den sich jeder besorgen kann. Wir haben auch mehr als 90% unserer Patienten unter einer erfolgreichen antiretroviralen Therapie. Das heißt, wir nähern uns diesen Zielen bis ins Jahr 2020 ganz gut an. Weltweit gesehen werden diese Ziele wahrscheinlich nicht ganz komplett erreicht werden können. Obwohl es in vielen Ländern und in vielen Regionen der Welt so ist, dass wir erstmals einen Rückgang der Neuinfektionsrate sehen und dass wir Patienten schneller und besser diagnostizieren und behandeln, gibt es noch andere Regionen, wo das nicht der Fall ist. Und das ist vor allem in Osteuropa oder auch in Russland der Fall. Und gerade dort bedarf es einer verstärkten Tätigkeit, dass wir tatsächlich diese Ziele auch erreichen werden. Okay, und wie wären jetzt so die Standardmöglichkeiten, sag ich jetzt mal, wie man sich dann infizieren kann? Was sind so die häufigsten Übertragungswege? HIV wird per se über Geschlechtsverkehr, über Blut und Geschlechtsverkehr übertragen. Infektiös ist neben Blut die Sammelflüssigkeit, das Sekret der Vaginalschleimhaut, aber auch das rektale Sekret. Nicht infektiös, und das ist auch ganz wichtig festzuhalten, ist zum Beispiel Speichel. Die wichtigsten Übertragungswege in Österreich sind Geschlechtsverkehr, und zwar vor allem Geschlechtsverkehr zwischen Männern. Und auf der anderen Seite, die zweithäufigste ist heterosexueller Geschlechtsverkehr, und am dritthäufigsten, aber schon sehr in zurückgetreten, ist der intravenöse Drogenabusus. Jetzt für Mediziner und Medizinerinnen ist jetzt vermutlich eher relevant auch die Nadelstichverletzungen und sowas. Ja. Was mache ich jetzt, wenn ich mich jetzt irgendwie an der Nadel gestochen habe, sei es im Formulaturpräparatikum oder in der Klinik? Also prinzipiell mal keine Panik. Wir gehen ganz normal vor. Das Wichtigste ist immer die lokale Versorgung der Wunde. Das heißt, wir reinigen die Wunde, wir desinfizieren sie. Wir lassen das vorher zuerst ein bisschen bluten und dann reinigen wir und desinfizieren wir die Wunde. Dann ist dazu zu sagen, dass eine Nadel nicht auch gleich eine Nadel ist, nicht wahr? Es gibt Nadeln mit Hohlraum und es gibt Nadeln ohne Hohlraum oder auch andere medizinische Geräte. Und dann ist einfach auch noch ganz wichtig zu wissen, das Blut, mit dem ich womöglich in Kontakt gekommen bin, ist das tatsächlich Blut von jemandem, der HIV-positiv ist? Oder weiß ich einfach nichts von dem Status von dem Patienten? Oder ist er sowieso HIV-negativ? Und dann, wie tief habe ich mich verletzt? Also ist es tatsächlich zu einer Kontamination Blut in die Blutbahn gekommen? Oder war das nur eine ganz oberflächliche Ritzverletzung, die womöglich nicht weiter dramatisch ist? In Österreich ist das Weiterprozedere dann eigentlich ganz gut standardisiert. Das heißt, wenn man sich verletzt hat, dann sucht man in der Regel eine Ambulanz auf, entweder die Notfallambulanz, hier zum Beispiel im AKH, oder man kommt zu uns hinunter in die Ambulanz für Süd und wird dann dort auch entsprechend beraten. Das heißt, wir gehen mit dem Patienten einfach das Risiko durch, was ist tatsächlich passiert, wie schaut das aus und was wissen wir über die Indexperson tatsächlich. Wenn es tatsächlich zu einer tiefen Verletzung gekommen sein sollte mit Blut von einem Patienten, der HIV-positiv ist,
dann wird man womöglich eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe anbieten. Darunter versteht man die Einnahme von Medikamenten. Medikamente, die normalerweise für die Behandlung von HIV-positiven Patienten zugelassen sind, in dem Versuch, eine HIV-Infektion zu verhindern. Wir wissen aus Erfahrungsberichten, dass so etwas funktionieren kann, aber wie immer in der Medizin gibt es hier keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt natürlich auch selbsterklärend keine kontrollierten Studien zu diesem Thema. Aber wir wissen, wenn wir möglichst rasch in so einem Fall anfangen und diese sogenannte Postexposionsprophylaxe lang genug verabreichen, nämlich über einen Monat, dann senken wir oder können wir das Risiko einer tatsächlichen Infektion senken. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas anderes ganz Wichtiges einschneiden, nämlich, dass heutzutage nicht, also dass das letzte Ziel der UN, nämlich 90% der Patienten auch unter die Nachweisbarkeitsgrenze mit einer erfolgreichen Therapie zu bringen, aus dem Grund auch so wichtig ist, weil wenn bei jemandem das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar ist, gilt er auch als nicht mehr infektiös. Es ist heutzutage auch so, es gibt den Slogan U ist gleich U, undetectable ist gleich untransmissible. Das heißt also, wenn jemand wirklich unter der Nachweisbarkeitsgrenze ist, wird das Virus nicht mehr weitergegeben. Das heißt, die erfolgreiche Therapie ist auch gleichzeitig die beste Prophylaxe für Reinfektionen. Jetzt gibt es nicht nur eine Postexpositionsprophylaxe, sondern auch eine Präexpositionsprophylaxe, nehme ich an? Ja, genau. Das ist ein Mittel, das in den letzten Jahren aufgekommen ist und eines der wesentlichen Mittel sein wird, um die HIV-Epidemie weiter einzudämmen. Es hat sich in Studien gezeigt, dass die rechtzeitige Verabreichung von Medikamenten vor einem möglichen Risikokontakt zu einer drastischen Reduktion der Ansteckung führen kann. In verschiedenen Studien gab es hier Zahlen von einer Reduktionsrate von mehr als 86%. Was hier gemacht wird, ist einfach, dass Medikamente, die normalerweise für die Therapie der HIV-Infektion verwendet werden, eingenommen werden, und zwar auf einer kontinuierlichen Basis, in der Regel auf einer kontinuierlichen Basis, und Menschen, die sich aber so einer Therapie unterziehen, auch zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen in spezialisierte Zentren kommen. Solche Zentren verordnen diese PrEP, in Österreich ist das möglich. Die Medikamente werden zu einem vergünstigten Preis in der Apotheke abgegeben. Eine Monatspackung beläuft sich hier auf ca. 50 Euro. Und es ist besonders wichtig, dass diese Menschen auch regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen kommen, weil natürlich auch andere Erkrankungen im Rahmen von Geschlechtsverkehr übertragen werden können und daher ein regelmäßiges Screening auf sexuell übertragbare Erkrankungen erfolgen muss. In Zukunft wird einfach dadurch, dass sich auf diese Art und Weise eine Neuansteckung verhindern lässt oder das Risiko drastisch reduzieren lässt, werden die Neuansteckungsraten ebenfalls, und man rechnet damit, dass die Neuansteckungsraten dadurch zurückgehen werden und dass wir ebenfalls auf diese Art und Weise ein sehr effektives Mittel haben, um die HIV-Epidemie weiter einzudämmen. Das aktuelle Motto des diesjährigen Welt-AIDS-Tages ist ja Communities make a difference. Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, die Communities, das heißt also Menschen, die von der Infektion betroffen sind, Angehörige, Sozialarbeiter, Ärzte, Pflegepersonal, alle Menschen, die sich also mit dem Thema HIV beschäftigen, haben in der Behandlung von HIV immer eine sehr große Rolle gespielt. Menschen aus allen sozialen Schichten haben sich zusammengefunden, haben gemeinsam an einem Thema gearbeitet und haben versucht, Hilfestellungen für meistens in diesem Fall eben sozial benachteiligte Menschen, für Randgruppen zu geben, und haben aber auch gleichzeitig immer entsprechende Aktionen veranstaltet, dass auch das Bewusstsein für diese Problematik in die Allgemeinbevölkerung durchgedrungen ist und auch vor allem in die Politik und zu Entscheidungsträgern getragen worden ist. Was man nun in den letzten Jahren sieht, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass HIV eine sehr gut behandelbare, wenn auch nicht heilbare Erkrankung geworden ist, dass sich viele Geldgeber zurücklehnen und zurückziehen aus diesem Bereich. Und das heißt, das Funding im HIV-Bereich abnimmt. Und gerade davon leiden aber auch Hilfsorganisationen, die sich immer mit diesem Thema beschäftigt haben und die wertvolle Arbeit geleistet haben. Und gerade jetzt, zu einem Zeitpunkt, wo wir uns der Erfüllung von der UN gesteckten Zielen annähern
und erstmals auch weltweit einen Rückgang der Neuinfektionsraten beobachten können, wäre es fatal, dieses Funding zu reduzieren und auch auf die Communities zu verzichten, weil es ein zu früher Zeitpunkt wäre. Wir würden damit die Epidemie nicht eindämmen, sondern ganz im Gegenteil, es würde zu einem Neuaufflammen kommen. Das war Herr Dr. Bauer im Gespräch mit der ÖH Med Wien zum Welt-AIDS-Tag. Vielen Dank. Sehr gerne, danke ebenfalls.